Odin Neuschwander, Goalie vom EHC Wetzikon. Ja, du hörst es im Hintergrund. Die Jubel, die sind gross. 2-2 gewonnen in der Verlängerung. Sag mir ganz kurz, was ist in dir vorgegangen, als du siehst, der Böck geht rein beim gegnerischen Goalie? Ja, ich habe noch kein Wort für das. Einfach alle Hände oben gewesen. Alle am Jürgen, Riesenstimmung. Es ist einfach ein geiles Gefühl. Weltklasse. Das erste Mal so eine Erstliga-Meistertitel. Fühlt sich der anders als ein Zweitliga-Meistertitel? Ja, mit Dübi bin ich vor 4-5 Jahren schon mal geworden, aber dort habe ich nie gespielt. Von dem. Es ist Weltklasse, es ist Weltklasse. Wenn man auf dem Eis steht mit all diesen Leuten, jede Sekunde dafür kämpft, um den Pokal in die Höhe zu stellen, am Schluss. Das ist unbeschreiblich. Am Schluss, man muss ja sich vergegenwissern, dass er eigentlich ja, das Berufsleben hat und das macht er nur als euer Hobby. Was geht in deinem Kopf vor? Du denkst, die ganze Saison noch so gekämpft und jetzt gleich am Schluss noch gewonnen? Ja, wie ich gesagt habe, Weltklasse. Wirklich, ich meine, wir gehen jeden Tag arbeiten für das. Wir gehen jeden Tag ins Training für das. Wir kämpfen hart für das. Das ist der Lohn dafür. Weltklasse. Sagen wir schnell, was hat am Schluss der Unterschied ausgemacht? Wir haben 4 Weltklasse-Linien. Ich glaube, unsere Tiefe von diesem Team, alle Jungs, die für jeden füreinander geht. Vielleicht auch noch der Goalie, oder? Klar, der braucht es auch, es braucht das ganze Team. Ich doch, merci vielmals. Dankeschön. Ladi Lapid. Okay. Dann haben wir gleich. Warte, wir sind auch der Peter. Ja. Gut.